Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und na klar, direkt die Ankündigung für den Montag, 16 Uhr, seid dabei. Nächster Livestream wird wild. Neues Event, Leute. Und falls ihr dem neuen Event noch nicht ganz so zurechtfindet, nicht ganz wisst, was Free-to-Play ist und was nicht, schaut euch gerne das Video von heute Mittag an. Da um 12 habe ich ungefähr, habe ich noch ein weiteres Video auch zu dem Event hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr noch nicht ganz weiter wisst. Dann natürlich nochmal vielen Dank auf jeden Fall an alle, die gestern im Livestream mit dabei waren. War absolut wild, hat mich sehr, sehr gefreut. Wir haben nämlich ordentlich was abholen können, viel generell auch so getan. Schauen wir uns natürlich auch gleich alles nochmal an. Vorher gehen wir aber natürlich nochmal rein. Wir gehen rein ins Event. Und wie schon gesagt, hier bei, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann das Video von heute Mittag schon. Also Turnier, ich muss noch spielen, ich weiß, ich habe noch 5 Stunden, passt alles, kriege ich noch hin, aber ich hatte bisher halt keine Zeit, aber ich kriege das noch hin, Leute, ganz klare Sache, werde ich mir hier schön alles abholen, dies, das, soweit, mal gucken, wie weit ich komme, könnt ihr mal gerne reinballern in die Kommentare, wie viele ihr geschafft habt, wie viele Siege habt ihr geschafft, würde mich mal sehr interessieren. Dann möchte ich mich auch vielleicht heute eigentlich noch hier diese Punkte öffnen, hier, Richtung Pope, wäre echt ganz geil, wenn ich den noch kriegen könnte. Weil der ist jetzt halt, ja, ich glaube, einer der besseren, die man da ziehen kann. Der ist wahrscheinlich jetzt zurzeit nichts mehr wert, aber ich würde ihn auf jeden Fall nochmal mitnehmen. 7,9 Millionen Münzen. Also, wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel wert sein, aber egal. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Sonst Tafelrunde, genau, muss ich auch nochmal warten hier, bis ich... Ich muss halt noch die ganzen Spiele machen, aber das kriege ich alles noch hin, Leute. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie schon gesagt hier, wie weit seid ihr es geschafft, Leute. Und ich bin auch ganz, ganz unsicher, ob ich mir den Pass wirklich holen möchte. Ich möchte ihn wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich werde ich ihn mir doch nicht holen. Weil ich habe einfach irgendwie nicht so richtig Lust hier, das zu machen, weil ich, ganz einfach die Spieler nicht so ganz doll brauche. So wie beim TOTS-Event. Und es kostet trotzdem 10 Euro, der Pass geht nur 30 Stufen. Also wenn man es mit dem TOTS-Event vergleicht, absolut Schmutz eigentlich für die Spieler, die man da bekommen kann. Deshalb würde ich euch auch eher raten, diesen Pass euch nicht zu holen. Aber wie schon gesagt, jedem selbst überlassen, muss jeder für sich selbst entscheiden, was er hier macht, was er hier tun möchte, was auch immer. Genau hier so gesagt. Okay, dann Leute, gestern im Livestream, gestern war ja natürlich noch das TOTS am Start. Das ist jetzt natürlich leider nicht mehr da, kann ich jetzt schlechter zeigen alles so. Aber ich habe mir im Star Pass, also als da noch der TOTS Pass da war, habe ich mir einen Kuman abgeholt. Und natürlich einen, jawohl Leute, einen Samuel Eto'o. Absolut geil, habe ich mir abgeholt, sehr, sehr wild. Habe ich natürlich gemacht, Leute. Und der kam auch direkt ins Team rein. Kann ich euch gleich mal zeigen. Zuvor kann ich noch sagen, ich habe dann noch sehr, sehr viele 89 Plus Packs gemacht. Ich habe noch ganz viele Spieler übrig. Ich habe die SBCs gemacht beim UTOTS. Ich habe anders viele 89 Plus Packs geöffnet. Ich kann euch mal zeigen hier. Ich habe trotz der ganzen SBCs, habe ich immer noch hier vollkommen viele TOTS Spieler. Absolut wild hier. Also alles voller TOTS Spieler hier noch. Keine Ahnung, wann ich die raushauen kann oder ob ich damit vielleicht auch einfach nur reingehe in irgendwelche SBCs oder so. Weiß ich nicht, muss ich abwarten, wie sich das Ganze noch entwickelt vom Preis her. Einfach mal gucken, Leute. Einfach mal schauen. Und ja, von den ganzen Münzen und so von dem ganzen Zeug habt ihr vielleicht gerade eben schon gesehen, habe ich mir nämlich auch einen UTOTS-Spieler abgeholt, Leute. Jawohl, ich habe mir einen UTOTS-Spieler abgeholt. Ich habe es schon vorher halt überall angekündigt. Deswegen ist es wahrscheinlich keine so große Überraschung für euch. Ich blende euch hier einfach mal ein, wie ich mir ihn abgeholt habe. Und let's go. Oh, Leute, let's go. 350 Punkte. Es ist soweit. Ah, let's go. Hast du einen Discord-Server? Yo, hab ich. Können wir vielleicht die Mods mal reinballern? Es ist soweit, Leute. Trent Alexander-Arnold. Let's go, Leute. Ich drück drauf. In 3, 2, 1. Da ist er. Da ist er. Hä? Oh, was ist das denn? Hä? Wo ist er? Hä? Was ist das denn? England? RV? Lol, was ist das denn für eine Animation? Let's go, Alter. 99, oha, sieht das geil aus. Hilfe, sieht das geil aus. Hilfe, sieht das geil aus. Neue Animation, ich sehe schon hier. Geil, Alter. Hui, das sieht wirklich geil aus.
Ihr habt es gesehen, Leute, absolut wild. Jetzt kann ich euch auch mal das ganze Team leaken. Ich habe jetzt 115, wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr. Am Sonntag gibt es nämlich das XXL-Upgrade mit den verschiedenen Spielern, die ich mir noch holen möchte, mit dem XXL 130 Millionen Team-Upgrade, Alter. Das ist schon absolut heftig, Leute. Schaut euch das an. Also da wird auf jeden Fall ein bisschen was auf euch zukommen. Könnt ihr gerne mal schreiben, worauf ihr vielleicht Bock hättet in diesem Team hier. Aber ich will auf jeden Fall RF und IV verbessern. LF habe ich eigentlich keine Verbesserung. Das ist absolut geil immer noch mit Strojkov. Und den Rest einfach mal gucken. Aber sieht schon eigentlich ziemlich geil aus, das Team. Genau, das wird auf jeden Fall wild. Das wird sehr, sehr wild. Da freue ich mich absolut drauf. Ich hoffe, ihr auch. Am Sonntag wird es dann das Upgrade geben. Ich habe es lange angekündigt, aber dann wird es auf jeden Fall da sein. Genau, so, das haben wir geschafft. So, das habe ich abgehandelt. Und auf dem Markt gab es nämlich jetzt noch was. Denn ich habe ja natürlich auch den Trent Alexander-Arnold reingestellt. Musste dafür halt jemanden rausnehmen. Das ist die logische Konsequenz. Und hier, Zanetti verkauft, Leute. Und es werden noch mehr Millionen Münzen. 14 Millionen obendrauf. Geil, Alter. 142 Millionen. Das musst du dir mal vorstellen. 142 Millionen Münzen. Und das ist, es reicht vielleicht noch gar nicht. Vielleicht kommen da noch eine Million oder so dazu. Muss ich mal schauen. Aber wenn ich halt noch die Maria und Koulibaly dann noch verkaufe, das wird dann wahrscheinlich erst später dann geschehen. Aber, boah, dann habe ich dann wieder 10 Millionen. Also, da lässt sich auf jeden Fall ordentlich was, was machen auf jeden Fall. Das kann ich euch hier schon mal sagen. Hier ist richtig, richtig geiles Zeug mit am Start, Leute. Absolut wild. Und ja, das war erstmal so das etwas kürzere Video vielleicht für heute noch. Morgen gibt es natürlich wieder ein weiteres Video. Montag der nächste Livestream, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wie weit ihr so seid, was ihr euch so geholt habt. Würde mich mal sehr interessieren, Leute. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.